Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder. Ich habe in der Zwischenzeit noch ein bisschen hier die Gegend freigeräumt. Denn wir brauchen ja noch Glitzersteinchen und Federn jede Menge. Und deswegen habe ich auch erst dreimal geangelt. Ob wir jetzt schon genügend haben, um uns dieses Herstellungstool zu holen, weiß ich nicht. Doch, 15. Wir haben 45. Das heißt, pro Angelzug kriegt man 9 Stück. Was? 9 Stück raus? Dreimal geangelt? Nee, warte, sehr schlecht. 15? 15 pro Zug? Okay, wir holen uns erstmal die Juwelierwerkzeuge. Dann haben wir die nämlich schon. Und wir brauchen noch ganz viel Eisenpyrit. Und da haben wir noch gar nicht so Ausschau gehalten danach. Aber ich habe im Nachhinein dann tatsächlich etwas gefunden, was für Pyrit aussieht. Hier zum Beispiel. 30 sind da drin pro. Und wir brauchen insgesamt 150. Okay, dann müssen wir 5 so Häufchen finden. Ich glaube, 3 habe ich bis jetzt gefunden. Eins hier. Ganz hinten in der Ecke. Dann habe ich da nicht weiter gebuddelt. Weil ich dachte, wenn ich das abernte, dann... Dann kommt hier sowieso noch ein bisschen Platz frei. Ich sollte natürlich auch alles anklicken. Sehr nice. Was war da noch dabei? Irgendwas Dunkles. Die Kiste. Okay, hier hat es noch Ressourcen. Dann haben wir hier gleich bei der Werkbank 1. Das habe ich gestern komplett übersehen. Warum auch immer. Ach, das ist ein Sammelzeug, was ich da gerade gesehen habe. Okay. Dann ist hier noch eins. Da müssen wir aber noch ein bisschen was futtern, sonst geht da nichts. So. Oh, und wir haben die Location zu 20% aufgeräumt. Dankeschön. Ja, natürlich sollen wir auch 50% schaffen, aber da bin ich mir noch nicht so sicher. Und dann habe ich ganz viele Federchen gefunden. Hier zum Beispiel auch schon in dem Gebiet davor. Können wir gerade mal alle mitnehmen. Weil ich zuerst dachte, vielleicht kommen nur hier die... Ah, guck mal, hier hinten haben wir auch noch Pyrit. Vielleicht sind die Federn nur in diesem Bereich, nach dieser Bubble, die wir da weggemacht haben. Aber da gibt es hier vorne auch schon welche. Die sammeln wir jetzt auch noch ein. Das hier ist fies versteckt, weil da könnte man tatsächlich sagen, ach nö, die Blümchen da hinten in der Ecke lasse ich stehen. Nein, wir haben sie schon. Dann können wir hier schon mal wieder anhängen. Ah, wir müssen erst basteln. Auch schon die ganzen Haken habe ich jetzt hier... gleich hingepackt, damit wir genügend haben. So, und natürlich auch super, ich habe noch einen zweiten Teich gefunden, sogar mit 2 Angeln drin. Können wir noch 2-mal angeln? Nee, nur einmal. Schade. Hängen hier auch 2 drin? Ah, da hängen ja auch 2. Ich habe immer nur die eine gesehen, aber mit ihr kann man immer noch nicht sprechen. Ja gut, dann holen wir uns noch das Pyrit da hinten. Hier. Und dann würde uns noch eins fehlen, wenn ich es richtig sehe. Ein Pyrit. Das ist bestimmt irgendwo dahinter. Aber wir sammeln erstmal noch Federn ein. Ah, da, guck mal, da ist es. Ja, super, dann haben wir alle, oder? Ich glaube, dann können wir loslegen. Jetzt machen wir noch die Federn schnell. Da ist einmal und da eins gefunden und da und da. Da. Also das sind schon reichlich. Hier sind noch welche dahinter. Habe ich die schon angeklickt? Ich glaube nicht. Also die findet man eigentlich ganz gut, wenn man sich sagt, okay, ich möchte so ein bisschen frei machen. Also ich räume halt immer so frei, dass die Wölkchen weitestgehend weg sind, damit ich so in etwa sehe, wo was ist. Und nicht immer... Ah, hier sind noch welche. Seht ihr's? Die holen wir auch noch raus. Aber ich glaube, das, was wir jetzt an Federn haben, reicht erstmal. So, dann gucken wir mal. Ja, wir haben genug Pyrit. Das heißt, wir können unser falsches Gold herstellen. Der Köder für das Ungeheuer war fast fertig. Nun mussten wir herausfinden, ob es wirklich existierte. Und dann den Umständen entsprechend handeln. Okay, das heißt, was machen wir jetzt? Bereitet den Köder für das Ungeheuer im Brassstadt. Oh, und das können wir jetzt hier drüben machen. Wir legen das falsche Gold hin. Zuerst kam uns der Geruch von Schlick entgegen. Dann hörten wir jemanden auf uns zukommen. Das Ungeheuer schien ganz in der Nähe zu sein.
Gut, die Falle ist fertig. Jetzt verstecken wir uns einfach und warten. Möglicherweise müssen wir eine ganze Weile warten. Bist du bereit dazu? Ich bin Fischer. Ich kann ewig warten. Okay, wir gehen hier ab in die Büsche. Und jetzt? Oh, wie süß! Ist so ein Wassermensch! Und? Ich glaube, wir sind zu spät rausgekommen. Es ist schon wieder weg. Unglaublich, das Ungeheuer existiert wirklich. Ah ja, es ging ja auch darum, überhaupt zu sehen, ob das überhaupt nur eine Mär ist oder Wirklichkeit. Ich frage mich, wofür es unser Gold im Ozean ausgibt. Vielleicht haben sie dort unten ihre eigenen Tavernen und Marktstände. Der Ozean ist schließlich noch weitgehend unerforscht. Ah, gleich finden wir es heraus, was es mit dem Gold macht. Aber sei leise, es darf uns nicht bemerken. Okidoki, das heißt, was müssen wir machen? Finde heraus, wohin die Ungeheuerspuren führen. Ungeheuerspuren? Hier unten? So ein abgeratztes Zelt. Das heißt, wir müssen jetzt hier durch. Ich würde aber vorher gerne noch hier hin. Nicht, dass ich das nachher irgendwie verpenne oder vergesse. Dass wir da die Federn noch haben. Ja, guck, da kommen wir schon hin. Und dann habe ich noch was entdeckt, und zwar einige von diesen kaputten Booten. Hier seht ihr es schon, da. Ein Holzboot, repariere es. Und ich habe auch schon die Materialien bereitgelegt, damit ich nicht nochmal heimfahren muss. Da habe ich hier eins entdeckt. Hier hinten. Ah. Und, wo war noch eins? Hier gleich am Eingang, hinten. Im Gebüsch. Wie das da hinkommt, weiß ich nicht. Da ist ja meilenweit kein Wasser, aber okay, und damit hätten wir schon drei und eins liegt noch hier an der Seite. Und das sind vier. Also ich denke mal, die anderen zwei. Oh, da hinten sind noch Federn, sehe ich gerade. Guckt mal da, schaut eine raus. Und hier! Die nehmen wir doch gleich mit. Und da auch. Oh, jetzt sehe ich sie gerade alle. Also, da... Oh, die sind ja schon also richtig gemein versteckt, ne? Da muss man schon gut freiräumen, dass man die alle entdeckt. Gerade hinter den Häusern, guckt mal da. So richtig fies hinter den Häusern versteckt. Da auch nochmal. Aber jetzt nur, weil der Cursor sich verändert hat. Also sind die sehr häufig auch am Rand versteckt. Wahrscheinlich bewusst. Damit man sie nicht so leicht entdeckt. Gucken wir gerade mal überall dahinter. Da haben wir schon. Könnte noch irgendwo was sein. Oder hier hinterm Haus. Ja, guckt mal hier. Ja, so überall schön drüber fahren und gucken. Da könnte ich mir auch noch gut was vorstellen. Aber wir gucken erstmal, ob wir überhaupt so viele brauchen. So viel Fisch. Ob wir überhaupt so viel Zeug kaufen wollen. Oder eher nicht. Die habe ich auch freigemacht, vor allem, weil ich auch die Bubbel haben wollte. Den Wind. Deswegen habe ich da auch ein bisschen freigemacht und auch einfach, damit man so ein bisschen sieht, wo was ist. Also hier ist bestimmt auch noch was, würde mich nicht wundern. Das würde so von der Regelmäßigkeit, wo die auftauchen, noch passen. Sollen wir den 35er noch wegmachen? Ach komm. Ich glaube, an unserem Energiehaushalt wird es nicht scheitern. Es sei denn, es ist hier. Ich lasse es erstmal. Denn wir wollen ja mal weiter gucken. Und hier... Was ist das hier eigentlich? Das sieht aus wie irgendwas, was man noch zum Bauen verwenden könnte. Das liegt hier auch. Und da, das sieht doch aus wie Baustelle, oder? Da noch eine Aufgabe gibt? Mal schauen. Hier muss ich auch noch ein paar Wölkchen wegkriegen. Einfach, weil ich es kann. Ja gut, dann hacken wir uns jetzt mal hier durch die Blubberblase und gucken, wo wir da ankommen. Blub, blub. Oh, da sind auch Spuren zu sehen. Guckt mal. Aber wie wir aus der Vergangenheit wissen, nicht immer zeigen die Spuren in die richtige Richtung. Wir haben da schon ein paar Spurensuchen hinter uns. Und sind da auch oft schon in die Irre geleitet worden. Aber ja... Und wir sollen ja hier hingucken, ne? Also dieser Marker hier hat hier hingewiesen.
dieses Lager, also gucken wir mal da, was da los ist. Erstmal das Gras da weg. Noch ist da ja eine Mauer. Ich bin auch in einer Schritten. Denn unsere Blubberblase muss natürlich schön brav in einer Schnitten. In einer Schnitten. In einer Schritten abgebaut werden. Es sei denn, man hat so viel Wind, dass man sowieso nicht brauchte, dann muss man das natürlich auch nicht machen. Oh, wieder Spuren. Ja, aber die Mauer ist durchgehend, oder? Der habe ich jetzt nicht. Ruhig. Ach, sind sie wieder gemein. Führen einen wieder einmal im. Wieder Kirche ums Dorf. Aber wir sind wenigstens. Da hat Kamera auch gerade wieder welche durchgelugt. Wir sind auf dem richtigen Weg. Die nassen Pfoten des Ungeheuers hinterließen tiefe Spuren, denen wir folgen konnten. Selbst als wir es aus den Augen verloren, konnten wir seine Höhle leicht finden. Ich bin nicht aus einer Höhle, ist doch ein Zelt. Ältester? Boris? Oh, du stinkende Sprotte! Boris, du verstehst das falsch. Ich tue das Symbole des Dorfes. Hat er sich nur verkleidet? In dem Zelt da? Sehe ich das jetzt richtig? Du weißt es nicht, aber vor kurzem ließen sich Banditen in der Nähe nieder. Die sagten mir, sie würden das Dorf niederbrennen, wenn wir sie nicht bezahlten. Ah, das Gold ist für die Banditen. Und warum hast du es uns dann nicht erzählt? Dann hättet ihr das Dorf verlassen oder noch schlimmer die Banditen angegriffen. Banditen also. Wie wäre es, wenn wir versuchen, ihnen einen Schrecken einzujagen? Boah, das ist eine gute Idee, Ältester. Gib mir dein schickes Kostüm. Dieses Froschmann-Kostüm? Also die Spuren haben uns sehr zuverlässig hier hängen hingeleitet. Seht mal, richtig schön hier einmal rum. Ja, wir konnten ihnen gut folgen und jetzt sind wir hier bei dem Zelt. Reise zum Banditenlager. Das kann ja nur noch da sein. Viel ist ja nicht mehr übrig. Ja, okay. Hier können wir auch gar nichts machen. Nur Sachen einsammeln. Hier ist wieder sowas. Oh, hier sind Federn. Federchen. Und da glaube ich auch. Also hier wirklich schön am Rand überall verstreut sind die Federn. Bestimmt sind hier auch nochmal welche. Und da haben wir da schon welche rausgezupft. Kann sein. Also die Ränder sehr gut angucken. Wenn man noch welche braucht. Wenn nicht, dann ist es schon egal. Ja gut, Banditenlager. Ich würde mal sagen, hier jetzt nicht durch, sonst wäre das hier ja zu einfach gewesen, oder? Wahrscheinlich schon eher hier unten. Da schauen Felsen durch. Wir gucken mal. Hier ist auch schon wieder eine Blubberblase, das heißt, hier ist ein guter Durchgang. Die Frage ist, wenn man in der Quest noch nicht zu weit ist, könnte ich mir gut vorstellen, dass die Blasen nicht passierbar sind, damit man nicht vorgreift. Ich habe es nicht getestet, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen. Weil die immer so schön da in den Aussparungen liegen. So, wir sind durch. Und jetzt müsste der Wagen ja eigentlich hoffentlich recht bald erreichbar sein. Nämlich so viel Futter habe ich nicht mehr heute. Da müsste ich erstmal wieder auf Kuchennachschub warten. Ich würde mal sagen, sehr wahrscheinlich wird das nötig sein. Da türmt sich schon ein bisschen was auf. Oha, das sieht nach Banditenlager aus. Und, ist das auch der Wagen? Irgendwie leer, oder? Reise zum Banditenlager, aber wir sind da. Müssen wir das auch anklicken? Ah, wir müssen auch anklicken. Da ist ein Durchgang. Können wir da rein?
Das Banditenlager. Okay. Was passiert dann, wenn wir da hindurchgehen? Hm, Federn hat sie ja. Guckt mal, Federn. Warum ich nicht? Ja gut. Wir räumen erstmal noch ein paar Wölkchen frei. Und dann klicken wir das Lager an. Denn wenn wir in ein neues Gebiet kommen, zum Beispiel in ein Banditenlager, dann packe ich das in die nächste Folge. Wenn ich natürlich hier noch was Spannendes entdecke, zum Beispiel hier. Aber ich glaube, das ist einfach nur das Areal. Geht eigentlich bis hierhin. Das ist die Abgrenzung, genau. Wenn ich noch was Spannendes finde, dann berichte ich euch. Wenn nicht, dann geht's morgen hier weiter, wenn wir schauen, was die Banditen so treiben.